Aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man einen Song von John Denver als Solostück auf der Akustikgitarre spielen kann. Ich habe drüber geschrieben, Verbe Freely, also der Rhythmus ist sehr, sehr frei, je nach Lust und Laune, je nachdem, wie man drauf ist. Der erste Teil ist die Einleitung. Ich habe verwendet einen G-Griff und einen G-C, das heißt, ich bleibe beim G mit dem Ringfinger, mit dem kleinen Finger und die anderen zwei Finger spielen ein C. Die ersten zwei Takte klingen folgendermaßen. 3, 4. Also dieser Hammer-On ist ein ganz schneller. Ich spiele es noch einmal vom Anfang an, also die ersten zwei Takte. 3, 4. Dieser G-Griff und dann der Auftakt dieser Melodie. Und jetzt kommt ein C mit einem Dreier auf der ersten Seite. Und diese Wellenlinie bedeutet, dass ich in dem Fall mit dem Daumen über alle fünf Seiten streiche. Das gleiche dann beim D-Griff. Und das alles nachklingen lasse. Dann kommt eine Moll. Kommt das C, G, G, E-Moll. Ich spiele es ganz langsam von hier bis zu diesem E-Moll, bis zu dieser kleinen Pause. Von hier weg. 3, 4. Mit der Einleitung dreimal und dann bis zu diesem E-Moll ganz langsam. 3, 4. Thank you.
Seite mit dem D. H-Moll 7 ist das gleiche wie der normale H-Moll von den kleinen Finger. Noch einmal die Sequenz von hier bis zum H-Moll oder wie die Engländer sagen, B-Moll 7. 3, 4. Dann kommt ein A-Moll, jetzt kommt der erste Schluss, A-Moll. Kleine Melodie, 0, 2, 3. Und jetzt kommt der einzige geschlagene Teil. Ich greife zunächst ein D. Spiele diesen Takt. D. Pfeil nach unten. Das heißt, ich hole mir die Saiten von unten mit dem Daumen. Und dann kommt ein D sus 4. Ich lege den kleinen Finger auf den dritten Bund der ersten Seite. Schlagmuster. Daumen. Ein D. Ich spiele die Sequenz von hier bis zu dieser Stelle. 3, 4. Und dann kommt wieder diese Figur. Jetzt kommt die Wiederholung vom C weg. Und jetzt kommt der zweite Schluss, habe ich unten notiert. Und dann kommt die Einleitung wieder. Also D, kleiner Finger auf den Dreier und dann Slide auf den Fünfer. Ich spiele es ganz langsam von der Einleitung bis zum Schluss, also ganz langsam einmal durch. 3, 4. Sehr frei. Erster Schluss. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dieser schönen Nummer und bis zum nächsten Mal.